Hallo zusammen. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Hausaufgabe letzte Woche eingereicht haben. Ich habe es sehr gern gelesen und ich habe ja auch jedem eine persönliche Rückmeldung geschickt. Ich hoffe, das war in Ordnung. Vielleicht noch kurz ein, zwei allgemeine Sachen also zu den Ergebnissen der Hausaufgabe. Ich glaube, es ist wichtig und das haben auch die meisten erkannt, dass hier viele Gründe gibt für die Ursachen des Ersten oder für den Beginn des Ersten Weltkriegs. Und es liegt nicht nur in dem einen Attentat, es liegt viel tiefer. Es gibt eine ganze Reihe von Konfliktlinien. Und man kann hier jetzt nicht nur denjenigen, die an der ungeschickten Lösung der Krise beteiligt waren oder da nicht dazu beigetragen haben, die dazu beigetragen haben, die Krise zu verschärfen, eine Schuld geben. Sondern man muss auch daran denken, dass andere unter Umständen daneben gestanden sind, nicht versucht haben, die Krise zu bremsen oder zu beenden, sondern den Krieg in Kauf genommen haben. Und man muss auch daran denken, dass es jetzt nicht die tiefer liegende Ursache, nicht dieses Attentat ist. Also der Krieg beginnt nicht wegen des Attentats. Er wird vom Attentat ausgelöst. Jemand von euch hat geschrieben, das Attentat ist quasi der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und das finde ich trifft sehr gut. Die Konflikte, die Probleme zwischen den Mächten und die Streitpunkte, die sind schon lange da. Und auch die Hintergründe, die dann die Krise beschleunigen und schließlich zum Krieg führen, die sind auch schon vor diesem Attentat da. Und die hätten auch durch einen anderen Auslöser zum Explosion und zum Krieg gebracht werden können. Ja, so viel zum Beginn zu den Ursachen, also zu Beginn zu Ursachen und zum Auslöser dieses Weltkriegs. Heute soll es oder diese Woche soll es darum gehen, wie der Krieg sich auf die Personen auswirkt, die er betrifft. Und da es sich um einen Weltkrieg handelt und auch um einen Krieg, der sehr weit in die einzelnen Länder reinreicht, sind es erstmal fast alle. Ganz besonders betroffen sind natürlich all jene, die am Krieg teilnehmen müssen oder am Krieg teilnehmen wollen. Und das sind eben in erster Linie die Soldaten. Und Soldaten heißt in aller Regel junge Erwachsene zwischen, ich sag mal, 17, 18 und 30. Später, also mit zunehmendem Kriegsverlauf, als dann eben die immer mehr Menschen fallen und sterben, wird das Einzugsalter dann auch noch erhöht. Also es müssen dann auch noch Ältere in den Krieg. Aber anfangs 18 bis 25, relativ schnell dann 18 bis 30-Jährige sind dann diese Soldaten. Also Leute, die schon fast in eurem Alter sind. Oder in deren Alter ihr so schon fast seid. Ja, und wie es diesen Soldaten im Krieg geht und mit welchen neuen Waffentechniken, die im Ersten Weltkrieg konfrontiert werden und wie sich der auf sie auswirkt, darum soll es eben jetzt in dieser Woche und dann auch in der Woche nach den Ferien gehen. Wir werden jetzt in dieser Woche erstmal schauen, wie sich die neuen Waffentechniken, was es da überhaupt für welche gibt, also die jetzt im Ersten Weltkrieg vielleicht nicht zum ersten Mal eingesetzt, aber zum ersten Mal in diesem Ausmaß eingesetzt werden und wie sich diese neuen Techniken und Dinge eben auf die Soldaten und auf die Betroffenen auswirken. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann nach den Ferien, wir werden Feldpost lesen. Es gibt unglaublich viele Briefe, die die Soldaten nach Hause geschrieben haben, wo sie eben auch über ihre Situation sprechen oder über ihre Situation berichten an die Daheimgebliebenen. Und ich glaube, das ist eine sehr lohnende Quelle, sich das mal anzuschauen, dass man eben sieht, wie sich Krieg auf den Betroffenen und auf den Einzelnen auswirkt. Ja, Moment. Also es geht um die Situation der Soldaten im Ersten Weltkrieg. Ihr seht hier eine Gruppe Soldaten im Schützengraben an der vordersten Front, direkt am Niemandsland zwischen den Schützengräben, die auf den Beginn des entweder ihres eigenen Angriffs oder des Angriffs der Gegner wartet. Als der Krieg im Sommer beginnt, sind sehr viele junge Menschen begeistert davon. Man denkt, der Krieg, der ist bald vorbei, Weihnachten sind wir, jetzt geht's los, dann regeln wir das kurz und Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Man geht auch davon aus, dass dieser Krieg ein Kräftemessen unter Gentlemen wird, also dass man sich hier ritterlich irgendwie verhält, dass ritterlich gekämpft wird und dass man dann eben feststellt, wer der Stärkere war und dass es so dann endet. Und darum, denke ich, freuen sich auch viele auf diesen Krieg. Denken, der Krieg wird ein großes Abenteuer, das wird Spaß machen, da ist man zusammen weg ein paar Monate, dann verhaut man ein paar Franzosen und dann ist es alles wieder vorbei. Ja. Genauso ist es aber überhaupt gar nicht gekommen. Und diese Leute im Bild, die hier jetzt noch jubeln, die werden vielleicht in wenige Wochen, Monate später schon irgendwo im Schützengraben gelegen sein, vielleicht auch schon tot gewesen sein oder verwundet oder fürs Leben
so verwundet, dass sie nicht mehr komplett heil werden, also fürs Leben lang kriegsversehrt sein, werden psychische Schäden davontragen. Also für diese Menschen wird der Krieg nicht so schön, wie ihn sich vorstellen. Der Krieg wird sogar sehr viel schlimmer, als die meisten auch nur im Entferntesten gedacht haben. Der Krieg beginnt direkt, also nach Kriegserklärung, rücken deutsche Truppen in Belgien ein. Ihr seht hier, das ist der Frontverlauf am Ende des ersten Kriegsjahres. Die Deutschen sind in Nordfrankreich eingefallen, die Front kommt kurz vor Paris dann zum Stehen. Und so wie diese Front hier verläuft, so ähnlich wird die in den kommenden Jahren auch bleiben, in den Kriegsjahren. Die Front im Westen bewegt sich nur um wenige Kilometer. In dem Video, das ihr nachher anschauen sollt, mit Originalaufnahmen von damals, da werdet ihr dann auch sehen, warum. Der Schliefenplan, Frankreich in wenigen Wochen zu besiegen, der scheitert. Unter anderem auch, weil die Briten Hilfe schicken, aber auch, weil eben der Plan nicht an die aktuellen Gegebenheiten angepasst ist. Also man kann mit den Methoden und Mitteln des Ersten Weltkrieges keinen schnellen Angriffskrieg führen, wie ihn der Schliefenplan vorgesehen hätte. Der eigentliche Ursache des Krieges lag ja auf dem Balkan. Auf dem Balkan seht ihr hier, da steht die Front erstmal. Die Serben schlagen sich sehr, sehr gut gegen die Österreicher und bringen den österreichischen Angriff, ohne dass nicht mal Belgrad damals noch Grenzstadt, nicht mal Belgrad fällt. Also die Österreicher können da im ersten Jahr gegen Serbien keinen Sieg erreichen. Im Osten sind die Russen sehr viel schneller in der Lage, offensiv aktiv zu werden, als der Schliefenplan vorgesehen hat. Und zu Ende des ersten Kriegsjahres stehen die Russen einmal fast in Ungarn schon. Also sie haben hier die östlichen Teile des österreichisch-ungarischen Reiches erobert, stehen hier schon in Ostpreußen, also schon im damaligen Deutschen Reich. Und auch hier kommt dann die Front erstmal zum Stehen. Im Osten wird sie aber sehr viel beweglicher bleiben. Also das werdet ihr dann sehen, wenn ich euch noch was zum Kriegsverlauf erzähle, möchte ich heute aber nicht machen. Wie gesagt, es soll um die Situation der Soldaten gehen. Und typisch für den Ersten Weltkrieg ist eben die Situation im Westen geworden. Und darum wird die auch im Video mehr oder stärker vorkommen. Nicht, weil die nur hier so ist, die ist auch zum Beispiel in Serbien, also hier ist ganz ähnliche Kriegsführung wie im Westen, später als dann die Front bis nach Griechenland hinunter vorrückt, ebenfalls. Auch in die Türkei, die dann auf Seiten Deutschlands und Österreichs sich am Krieg beteiligt, Türkei ja ist das falsche Wort, also damals noch Osmanisches Reich, dort werden die Kriege ebenfalls ähnlich geführt werden wie hier an der Westfront. Und das schauen wir uns jetzt eben genauer an. Ich habe mal zur Einstimmung auf das Video ein paar Bilder. Ihr seht hier, was mit den Häusern, mit den Gebäuden dort passiert. Die werden völlig zerstört. Schützengräben werden tief reingegraben zum Schutz der Soldaten. Von Dörfern, kleinen Städten im Kampfgebiet ist, wie ihr hier seht, nach dem Krieg, nachdem die Armeen weitergezogen sind oder die Front sich verlagert hat, quasi nichts mehr übrig. Also der Krieg ist unglaublich zerstörerisch. Nicht vergleichbar mit dem von 1870, 71, den wir ja schon bei der Reichsgründung gesehen hatten. Da gab es sicher auch Zerstörungen, da wo die Schlachten stattgefunden haben. Aber nicht in dem Ausmaß und nicht in der Größenordnung und nicht in der weiten Verbreitung, wie es das im Ersten Weltkrieg gibt. Ihr seht es auch hier, ja, oder hier, also an der Somme in Verdun, da wo eben diese großen Schlachten stattfinden. Da, wo die Front lange hin und, also die Front bewegt sich ja nie weit, aber sie bewegt sich schon. Und da, wo sich die Front eben einmal oder mehrmals drüber bewegt, da bleibt einfach von dem, was dort war, nichts mehr übrig. Und das hier ist kein Foto von einer Mondlandschaft. Das ist eine Luftaufnahme des Schlachtfelds in Flandern, also in Nordfrankreich, in Belgien, also in der Nähe der belgischen Grenze. Ihr seht hier die Schützengraben, ja, also diese kleinen Linien, das sind Schützengräben. Hier vorne ein zweiter Schützengraben. Hier immer mit solchen kleinen Rundungen, da sind MG-Nester drin, wo man Maschinengewehre einsetzt. Und ihr seht diese ganzen Krater, das sind die Einschläge von schweren Artilleriegranaten, die Landschaft völlig zerstören und wo man dann eben auf den ersten Blick fast schon meinen könnte, seine Mondlandschaft. Eure Aufgabe für diese Woche ist der kurze Film und natürlich die Beobachtungsaufträge dazu. Ihr legt euch am besten eine Tabelle an, eine Tabelle mit drei Spalten. In die erste Spalte, da macht ihr die erste Aufgabe rein, ihr listet die Waffen und die Kriegstechniken auf, die im Ersten Weltkrieg jetzt neu eingesetzt werden. Oder
nicht ganz neu sind, aber jetzt eben verstärkt und mit größerem Umfang eingesetzt werden. Ihr notiert euch dann zu jeder dieser neuen Waffen und Techniken, und darum habe ich gesagt Tabelle, wie und aus welchem Grund die Waffen eingesetzt werden oder die Techniken. Und im dritten Schritt, in der dritten Spalte der Tabelle, da schreibt ihr dann rein, was für Auswirkungen diese Waffen auf Kriegsführung, auf Soldaten und auf Zivilbevölkerung haben im Vergleich zu anderen Waffen vorher. Der Film, der kommt jetzt gleich im Anschluss, also ich habe den in dem YouTube-Video drin gelassen. Ich habe natürlich an den Filmaufnahmen kein Copyright und ich hoffe, dass diejenigen, die das haben, es zulassen, dass wir den hier für schulische Zwecke verwenden. Ansonsten könnte es sein, dass das Video gesperrt wird, dann würde ich aber reagieren und den dann intern irgendwo auf dem Schulserver für euch bereitlegen, dass ihr ihn von da aus verwenden könnt, also von da aus anschauen könnt. Aber ich denke, es wird jetzt kein Problem sein, diese Aufgaben zu verwenden, diesen Film zu verwenden. Schaut euch den in Ruhe an. Denkt dran, ihr könnt den pausieren, wenn ihr mit Schreiben nicht mehr mitkommt. Ihr solltet den natürlich auch pausieren. Ihr werdet es nicht schaffen, das einfach anzugucken und alles sofort auf einen Schlag mitzuschreiben. Also den Film pausieren und den Film dann auch nochmal vielleicht zurücksetzen. Könnt ihn ja auch einmal angucken und dann stückweise angucken. Aber eben so, dass ihr die ganzen Informationen mitkriegt. Ich werde euch dann Mittwoch oder Donnerstag, also eher gegen Mitte, Ende der Woche, eine Lösung zu dem Arbeitsauftrag zukommen lassen und ihr könnt dann vergleichen, ob ihr alles auch gemacht und alles auch erwischt habt. Wer Fragen hat, kann mir die gerne schicken. Wir haben ja gerade die Abstimmung laufen, ob wir per E-Mail oder über Teams weitermachen. Je nachdem, wie wir uns da entscheiden oder wie ihr euch da entscheidet im Endeffekt, werden wir dann eben entsprechend, könnt ihr entsprechende E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt, oder ihr könnt mir in Teams im Chat was schreiben. Dann wünsche ich euch eine gute Woche, bleibt alle gesund, schaut jetzt den Film an, der gleich im Anschluss kommt, und legt die Tabelle an und verwendet die auch. Wer die Aufgaben jetzt so schnell nicht mitgeschrieben konnte, der kann ja zurück und dann da nochmal gucken oder sich die dann auch aufschreiben. Okay, jetzt sage ich es nochmal, ich wünsche eine gute Woche, passt auf euch auf und macht's gut. Tschüss! Wenn die Blätter fallen, spätestens aber Weihnachten, sollen die Soldaten wieder zu Hause sein. So werden sie von ihrer Führung mit leichtem Gepäck in den Kampf geschickt. Sie sind in bedingungslosem Offensivgeist erzogen. Gerade in den ersten Wochen werden die Verluste unter ihnen enorm sein. Dennoch fühlt man sich gut vorbereitet. Seit fast 10 Jahren liegt ein Plan des einstigen Generalstabschefs Graf von Schlieffen bereit. Er sieht einen Zwei-Fronten-Krieg gegen Frankreich und Russland vor. Mit Zangenbewegungen und einer schnellen Entscheidung im Westen und dann mit aller Kraft im Osten Russland zu besiegen, der sogenannte Schlieffenplan. Die Bilder zeigen Begeisterung und Optimismus. Doch ziehen auch viele Soldaten voller Angst und Sorge in den Krieg. Viele stellen sich diesen Krieg wie den letzten von 1870-71 vor. Noch weiß keiner der Soldaten, wie entsetzlich sich die Waffentechnik fortentwickelt hat. In Frankreich wird die deutsche Offensive nach der Schlacht an der Marne gestoppt. Der Schlieffenplan aufgegeben. Bei Ypern werden erste Schützengräben ausgehoben. Um die gegnerischen Truppen zu schwächen, werden die Sturmangriffe der Infanterie durch stundenlanges Artilleriefeuer vorbereitet. Die deutschen Soldaten sind meist noch mit den ledernen Pickelhauben ausgerüstet, die so gut wie keinen Schutz bieten. Die Franzosen entwickeln einen geeigneteren Kopfschutz, einen Helm aus Stahl. Auch das deutsche Militär führt schließlich Stahlhelme ein. Der Helm entwickelt sich im Deutschen Kaiserreich schnell zu einem Symbol für den stahlharten Frontsoldaten. Bei der alten Festung Verdun soll die französische Armee ausgeblutet werden. Auf deutscher Seite kommt ein weiterentwickeltes Maschinengewehr zum Einsatz, das Modell 08 von 1915. Es wird in großer Stückzahl hergestellt. Modell 0815 ist so verbreitet, dass sich die Abkürzung als Begriff für eintönige, monotone Gewohnheiten einbürgert. Die Schlacht findet auf einem Gebiet von wenigen Quadratkilometern statt. Allein die deutschen Geschütze verschießen fast 14 Millionen Granaten aller Kaliber. Der Geländegewinn tendiert gegen Null.
Die deutsche und französische Armee verlieren bei Verdun zusammen fast 600.000 Männer an Toten, Gefangenen, Verwundeten, Vermissten und durch Krankheiten. Die Alliierten antworten am 1. Juli mit einer Großoffensive am Flüsschen Somme in der Champagne. Am ersten Tag haben die angreifenden Briten fast 20.000 Tote und über 35.000 Verwundete zu beklagen. Das blutigste Desaster in der britischen Militärgeschichte. Im April 1915 tritt der Krieg in ein neues Stadium ein. An der Westfront setzen die Deutschen Giftgas ein. Unter Führung des deutschen Chemikers und späteren Nobelpreisträgers Fritz Haber wird ätzendes Chlorgas aus Stahlflaschen abgelassen. Der Wind treibt es über das Schlachtfeld in die feindlichen Stellungen. Fast 1200 französische und algerische Soldaten sterben. Auch die anderen Kriegsteilnehmer ziehen nach. Die Wissenschaftler versuchen, einander zu übertrumpfen. Sie entwickeln immer bösartigere Kampfstoffe. Später wird das Gift, das billig und schnell herzustellen ist, mit Granaten verschossen. Blaukreuz, Gelbkreuz und Grünkreuz heißen die modernen Kampfmittel nach ihrer Kennzeichnung mit farbigen Kreuzen. Besonders verheerend ist die psychologische Wirkung der Giftgase. Bis zum Ende des Krieges werden etwa 90.000 Menschen durch das Gas sterben. Hunderttausende leiden ihr Leben lang an den Spätfolgen der Vergiftungen. Die deutsche und französische Armee verlieren bei Verdun zusammen fast 600.000 Männer an Toten, Gefangenen, Verwundeten, Vermissten und durch Krankheiten. Die Alliierten antworten am 1. Juli mit einer Großoffensive am Flüsschen Somme in der Champagne. Am ersten Tag haben die angreifenden Briten fast 20.000 Tote und über 35.000 Verwundete zu beklagen. Das blutigste Desaster in der britischen Militärgeschichte. Die Engländer versuchen mit einer neuen Waffe das Dickicht aus Gräben und Stacheldraht zu überwinden. Unter dem Decknamen Tank setzen sie die ersten Panzer ein. Die ersten Modelle sind noch sehr langsam. Mit höchstens 12 Stundenkilometern bewegen sie sich voran. Technisch nicht ganz ausgereift und störanfällig, überwinden dennoch genügend die feindlichen Barrieren. Während die Alliierten bis zum Kriegsende über 5000 Tanks einsetzen, benutzen die Deutschen erbeutete Panzer. Erstmal zur Übung. Eine Neuheit? Der Krieg erobert auch die Lüfte. Ein Oldtimer wird mit Bomben bestückt. Gegen Kriegsende verfügen allein die Deutschen über mehr als 5000 Flugzeuge. Vor allem Deutschland setzt Zeppeline ein. Anfangs hauptsächlich zur Aufklärung, später zum Abwurf von Bomben. Erstmals kommen auch Jagdflugzeuge zum Einsatz. Der Niederländer Fokker entwickelt für die deutsche Seite ein Unterbrechergetriebe. Die Piloten können mit dem Maschinengewehr nach vorne schießen. Indem sie direkt durch den Propellerkreis feuern, ist es möglich zu zielen und das gegnerische Flugzeug im Auge zu behalten. Am Boden finden Schießübungen statt. Die Presse erfindet den Begriff Fliegerass für Piloten mit mindestens 5 Luftsiegen. In Deutschland wird vor allem Manfred von Richthofen populär. Der Rote Baron gilt mit 80 Abschüssen als der erfolgreichste deutsche Jagdflieger. Ihn selbst trifft es am 21. April 1918. Nach seinem Tod wird Jagdflieger Hermann Göring Kommandeur in Richthofens fliegendem Zirkus, wie die Zeitungen das Geschwader nennen. Film und Presse entwickeln das romantische Bild von den Fliegerassen als angeblich ritterlich kämpfenden Herrschern der Lüfte.
Seit Kriegsbeginn schneidet die britische Seeblockade Deutschland vom Nachschub ab. Jedem Schiff der kaiserlichen Marine, das sich aus dem schützenden Hafen wagt, droht der Untergang. Denn die britische Flotte beherrscht Nord- und Ostsee. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser, hatte Kaiser Wilhelm II. Noch vor einigen Jahren optimistisch verkündet. Doch nun liegt die stolze Flotte bewegungslos in den Häfen. Mit U-Booten soll die Blockade durchbrochen werden. Im Mai 1915 versenkt das deutsche U-Boot U-20 den vollbesetzten britischen Passagierdampfer Lusitania. In Deutschland wird behauptet, das Schiff habe Munition geladen und sei bewaffnet gewesen. Der Angriff löst eine internationale Protestwelle aus. Die USA drohen mit dem Kriegseintritt. Ein Jahr später nimmt die deutsche Hochseeflotte Kurs auf den nordöstlichen Teil der Nordsee. Auf dem Ausguck des kleinen Kreuzers Wiesbaden versieht auch ein beliebter deutscher Heimatdichter seinen Dienst, Johann Kienau, besser bekannt als Gorch Fock, der 1913 seinen bekanntesten Roman »Seefahrt ist Not« veröffentlichte. Vor dem Skagerrak kommt es zum Treffen mit der britischen Grand Fleet und zur einzigen großen Seeschlacht des Ersten Weltkriegs. Das zweitägige Gefecht kostet weit über 3000 Deutsche und fast 7000 Engländer das Leben und endet ohne einen Sieger. Bis zum Kriegsende traut sich die deutsche Hochseeflotte einen ähnlichen Vorstoß nicht mehr zu.